Dann haben wir es. Und hallo an die lieben YouTube-Zuschauer. Schön, dass ihr reinschaut. Wir starten heute mit drei Events. Hochwertiges Essen, Fuhlinge und Gewitter. Die liebe Schrumchen hat sich das nämlich einfach so ausgesucht. So. Ja, quatschen wir mal kurz über den Plan. Also, wir brauchen noch mehr von diesen Harz-Dingern, ne? Ja. Ja. So, und wir sind die... brauchen wir Zwerge. Genau, und wir sind die Mistlins da hinten ja noch nicht abgelaufen komplett. Deswegen wäre eigentlich am sinnvollsten, wenn wir da, wo wir letztes Mal das Ding hingestellt haben, weitermachen, oder? Ich würde mal direkt beim Harzsammler vorbeigucken und den schon mal abernten. Okay. Bei dem einen, den wir haben. Ich werde jetzt nochmal ein bisschen Essen mitnehmen. So, davon ein bisschen was. Haben wir eigentlich an Ausdauerfood noch irgendwas? Der ist sogar schon voll. Brot, ich hatte ein bisschen wir. Brot gemacht, aber ist nicht mehr viel da, glaube ich. Vier sind noch da, linke Essen fertig, Leckerkiste. Blutpudding wäre uns noch da. Ich nehme jetzt erstmal das Brot. Ja, schönen guten Tag. Hallo. Habt ihr schon mal angekrabbelt? Was sind das? Ja, hier, da, Harz. Harz. Nein, habe ich noch nicht angekrabbelt. Brauchen wir das hier? Ja. Okay, dann tue ich das mal in Mistland Stuff. Die Truhe ist voll. Wir haben das schon ich habe das schon irgendwo reingetan gehabt. Okay, dann habe ich schon. Ah ja, ich hatte das vorerst beim Marmor mit hier reingetan, weil alle Kisten voll waren. Gut, wollen wir dann rüber? Ja, gerne. Wo müssen wir denn hin? Das ist eine gute Frage. Wie hieß denn das? Gute Frage. Sprung in die Unendlichkeit. Reise Mistlands. Das müsste es sein. Ich guck mal durch. Du kannst es ja pingen lassen. Das hätte man machen können, aber es wäre zu einfach. Ich renne euch einfach hinterher. Wäre viel war richtig. Einfach. Ja, war richtig. Wusste ich doch. Was wir auch noch brauchen, sind ein paar mehr von den schwarzen Kernen. Ich hab jetzt schon Gyal gehört. Ja gut, die kriegen wir ja aus den Höhlen, ne? Hatten wir die hier eigentlich abgeschlossen? Die hatten wir, ja. Die hatten wir. Irgendwer möge bitte das Portal mitnehmen. Kann ich tun. Hallo Mr. Gyal, wo bist du? Hallo Häschen. Ich hab mal in die Richtung geschossen. Ich hab nichts getroffen, aber ich höre was. Okay, welche Richtung gehen wir denn? Erstmal Richtung Süden, soweit es geht, oder? Wieso, ne? Ja gut, aber wir können ja noch weiter, glaube ich, am Dingens langlaufen, ne? Am Ufer lang, meinst du? Ja. Können wir auch gerne machen. Oh, ich sehe Gyal. Soll ich anschießen? Oh. Achso, ihr seid woanders. Oh, ja, gut. Ja, ich komme wieder zu euch. Also ich höre den zumindest ziemlich laut. Ja, der ist hier hinten über den Berg drüber hinweg. Da, wenn man da hinten so in den Baum reinschaut, da ist der. Da. Hab ihn mal angeschossen. Ich schmeiß ihm mal meinen Hammer gegen den Kopf. Feuerresistenz trinken. Man sollte nicht einfach hier irgendwo runterspringen. Wäre vorteilhaft. Ach da. Hier ist ein Viadukt. Hab ich gerade gesehen hier. Ein dafür habe ich die Werkbänke mitgebracht. Ein was? Ein Viadukt. Komm was her. Ist ein Viadukt? Ja, komm da her. Ja, ich versuch's. Jetzt muss ich den nur finden. Da. Ich kenne ein Aquädukt, aber was ist ein Viadukt? Das gleiche nur nicht mit Wasser oben, sondern mit Straße oben. Ah. So. Das ist lustig nicht, dass die Dinger so nennen, heißen. Warte ab. Warte, wo seid denn ihr gerade? Ich habe gerade Besuch von zwei Leuten. Zwerge oder... Nee, alles super. Ah, nee, alles warte doch ab, Conny. Warum? Ich will's zerstören.
Aua, okay, doch nicht gut. Ich brauche doch Hilfe. Ich brauche ganz dringend was Hilfe. Was hast du denn? Zwerge oder Sucher? Ich hab's ein Sternensucher. Und der hat gerade Aua gemacht. Oh, ich werde so sterben heute, ey. Nein, werde ich natürlich nicht. Also. Speer. Gibt immer nur so einen Speer Müll auf in Grün. Odin. Es gibt immer nur so einen Müll in Grün. Es gibt keine guten Sachen in Grün. Nur Müll. Safti nennt sich vor zu sterben. Ja, der hat das vorhin schon angekündigt. Ja, ich bin heute irgendwie geistig nicht so auf der Höhe. Ich halte mich einfach an euch. Ihr müsst heute alles machen. Ich laufe nur mit. Ja, so. Warum bist du heute nicht geistig auf der Höhe? Weil ich gestern Abend bis 2 Uhr gestreamt habe und ich weiß nicht, keine Ahnung, irgendwie viel zu früh wach war. Ich weiß nicht, wie viel Uhr es war, aber ich habe nicht gut geschlafen. Oh nein. Ihr dürft gerne alle mal hier kommen. Ja, ich wollte den Loot da einsammeln. Das ist, glaube ich, ein Bogen sogar mal. Aber ich komme nicht hin. Was gibt's denn da Tolles? Ja. Ja. Kann jemand eine Kiste hinbauen? Warte, die ist Holz. Ich bin überladen. Warte, ist auf jeden Fall besser. Da unten liegt noch eine ganze Menge Zeug. Deine Kante liegt noch. Und es fällt vor allem auch noch. Ja, wie war denn überhaupt der Minecraft-Start? Ja, noch ganz so. Gut. Ich habe nur zwischendurch immer reingeguckt gehabt. Ich habe irgendwann gesehen, dass Jesse keine Lust mehr auf euch hatte. Ja, es war ein bisschen viel Durcheinandergerede gewesen. Und dann sind Jesse und Benny, ich glaube, bei Jesse auch in Discord gegangen. Hatten da geredet gehabt. Also? Ja, war ganz gut. Ja. Hier unten ist noch mehr Loot. Uiuiui, wie viel Loot ist denn hier noch? Blut. So, was soll ich jetzt hier gucken? Weiß ich nicht. Darf man bitte einer nach Hause und die Schwarzschmiede holen? Dann baue ich mal das und Portal. Und vielleicht ein kleines bisschen Holz mitbringen noch. Portal da. Ein Schwarzschmiede mitbringen? Hä? Warum? Ja. Ja, guck mal in die Kiste. Das war alles in dem Dings drin. Das sollte reichen für einen großen Hammer. War halt auch das fertige Eisen schon drin. Ach so. Okay. Dieser Monster-Mega-Hammer. Die kann man einfach mitnehmen. Das ist der Charme an dieser Schwarzschmiede, dass die teleportierfähig ist. Also Minecraft ist gar nichts für mich. Nee, für mich auch nicht. Schrumpchen. Ich finde das mega. Aber auch nur den Teil mit ewig viele Farmen bauen und alles automatisieren, was geht. Einfach hier hinbauen, oder? Braucht ein Dach drüber. Einfach ein Dach bauen und hinsetzen. Hier, stell mal davor. Oder kommt immer noch Zeug geflogen. So. Reicht es schon? Ja. Nein, verdammt, wir können es noch nicht herstellen. Wir brauchen das andere Zeug dafür. Das andere Zeug? Welches andere Zeug? Ich glaube, du meinst hier dieses Eitre, irgendwie veredeltes Eitre oder wie der Bums heißt. Verdammt. Aber ich glaube, ich gönne mir eine Aberliste aus dem Eisen hier. Tu das. Ich hoffe immer noch drauf, dass ich gute Sachen finde. Aber Aberliste geht. Da kommt immer noch Zeug geflogen, ne? Ist die Frage, ob wir das Portal und die Kiste hier lassen und ich einfach ein neues Portal mitbringe. Ja. Nee. Sind die korrekt im Kuchen? Ich wollte irgendwas sagen, aber nee. Nee? Warum denn nicht? Nee. Du kannst ruhig was sagen, wenn du möchtest. Nee. Ich habe gerade realisiert, dass die Sache, die ich sagen wollte, nicht erwähnenswert ist. Ja, mir ist es Latte.
dann hole ich hier halt jetzt eben ein neues Portal, wenn ich es unbedingt hier stehen lassen will. Ich bin sowieso schon da. Kann direkt eins mitbringen. Oh, jetzt bin ich durchs Portal gegangen. Ups. Ich habe eins in der Tasche. Ja, ich wollte hier gar nicht durchs Portal durch. Ich bin... Ist die Frage, ob wir das Eisen vielleicht für die schweren Hämmer aufheben? Und ich mir doch die Dings nicht baue, die Aberliste. In der Hoffnung, dass mal irgendwann eine droppt. Also im Notfall kann man es immer noch auseinandernehmen, ne? Also. Stimmt, das gönnen wir uns ja. Hier ist übrigens noch viel mehr von diesen Mopeds, diesen Straßen. Und hier ist noch ein Gyal. Ja, hört man. Also lassen wir das hier stehen, oder was? Das Portal. Markierst du die? Das andere Viadukt, Conny? Achso, ich darf das hier markieren. Ja, kann ich tun. Markier es trotzdem mal. Wisst ihr, was echt blöd ist, wenn man seinen Hammer eventuell aus Versehen ins Dingen schmeißt? Ins Wasser? Ja. Und nicht mehr drankommt? Hast du dich um den Gyalfeuer wenigstens gekümmert? Nee, der hat keine Akku auf mich. Ich bin mein Hammer losgeworden. Jetzt hat der Akku auf irgendwas. Ja, so auf mich. Ah, da unten sehe ich Dinge. Wo? Da. Heulen. Lassen Sie mich mal ran. Muss mal ein bisschen Schaden machen. So. Ich mag den Triple-Shot-Bogen gegen Gyal. Als Aberliste ist das noch viel geiler. Hast du deinen Hammer jetzt wieder, Conny? Nee. Liegt ich glaube, den kriege ich auch nicht wieder. Ist der gelbe da? Ich glaube, den kriege ich nicht wieder. Oh, wer hat ihn gekriegt? Hab ihn. Warum? Kann ich hier geben. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, du bist gerade auf meinen Kopf gesprungen und hast mich deswegen noch ein bisschen runtergedrückt. Und das mache ich gerne, Safi. Das ist kein Problem. So, dann muss das hier noch markieren, ne? So, gießen die Dinger jetzt? Nicht Aquädukt, sondern... Viadukt. Ist bestimmt richtig geschrieben, nicht? So. Weiter geht's. Ja, weiter im Text. Nass. Also den Nebel habe ich echt nicht vermisst. Ja, es ging ein bisschen weit bergab. Ey, ich brauche unbedingt irgendwas mit Federfall hier. Ey, es geht mir so auf die Nerven. Ja, ist immer dieses irgendwie... vorsichtige Runterklettern, ey. Platsch. Ob da oben was ist? So. Nein, du schaffst das. Ja. Hier blubbert es schon wieder. Kann keinen sehen. Irgendwo Nordosten. Also hört sich zumindest wie Nordosten an. Hier gibt's Pilze. Ah, ich sehe ihn. Ich sehe dich. Ich sehe den Gyal. Ich sehe keinen. Ich tacke ihn an. Ah, da ist der Gyal. Und das war geplatzt. Aber er hat nicht mal Loot fallen lassen. Die Sau. Nee, kein... Den Beutel unbedingt einsammeln, den Gallensaftbeutel. Ja, yep, habe ich. Oh, ich wünschte, es würde Möglichkeit geben, irgendwie diesen Lichtradius von diesem Irrlicht höher zu stellen. Man ist auch viel schneller als das Licht manchmal.
Deswegen meine ich ja Lichtradius hochstellen. Ich denke mal, es würde schon einige Probleme beseitigen. Ich möchte gerne wieder eine Höhle haben. Also Dungeon, oder was? Hätte ich viel Lust drauf. Nein, ich bin voll. Wieso? Was hier über... Achso. Ja, noch gar keine Taschentücher gefunden, ne? Kann mitnehmen. Warte, lass mal tauschen. Nimm mal das. Okay. Dann habe ich die Schmiede vollständig. Was meinst du gerade, Conny? Hier ist noch bei den Zwergen. Nee, hier ist glaube ich noch eine Brücke. Bei den Zwergen haben wir welche gekriegt. Warum kriege ich denn von Hasen Silberhalsketten? Hast liegt du ein Hase so ein übrigens in Einzelteilen. Da hinten ist da noch ein Kjall oder was schießt da umher? Naja, es könnte sein, dass das mit mir zusammenhängt, Kerstin. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch auf euch wirkt mit dem Rich. Riches. Ah, das kann sein. Oh, hier ist ein super Soldat. Ja. Kerstin, wo bist du? Oben drüber. Ja, also. Der hieß jetzt Weichgewebe. Schrumpchen. Bist du da? Ich hab mir mal gedacht, das wäre nicht so dumm, das zu nehmen. Volle Kanne auf dem Popo. Ja, ich komme nicht so gut dran. Der dreht sich ja dann mit. Ein Carapace-Helm oder wie auch immer man das ausspricht. In Legendär. Mit Quicklearner 14%, Indestructible, Physical Damage Reduction 9% und Frost Damage 18%. Das ist ein Dungeon. Da ist ein Dungeon. Hier vor uns. Ja. Ich komm. Oh, jetzt wird's wieder so giftrot hier. Da unten schwimmt einer. Einer? Ach, so ein Sucher einer. Hier oben ist auch einer. Au. Dieses Terrain, ne? Oh, ich hab was Lilanes bekommen. Eitre Hosen. Also die Magierhosen. Ja. Mehr Pilze. Nicht so geil. Pilze. Ordentlich da noch irgendwas. Ich habe kein Knochenwanz mehr. Ich würde mal zurückgehen. Ich habe gerade auch keinen mehr, weil ich den im gerade für einen Sucher-Soldaten aktiviert hatte. Weil ich die Taschen voll habe. Irgendwas verhindert, dass ich teleportieren kann. Zwei Eisen. So, was hatte ich jetzt noch hier gekriegt? Ein Wolfszahnspeer und ein Silbermesser. Ja, ich weiß jetzt nicht, was habt denn ihr für Helme, weil dann würde ich euch erstmal den Bin Helm eventuell noch auf Drachenhelm lassen. Aktuell. Ja, dann würde ich euch nämlich, wie gesagt, eventuell erstmal den Helm nehmen lassen. Dann schmeiß mal rüber. Ich guck mir an. Ich tun oben in die Kiste. Kleinsaft, die hängt fest. Hilfe. Hey, der ist schon ziemlich cool. Okay, so. Auch wenn das Frost Damage Reduction jetzt halt nicht so der Hit ist.
Ja, wenn aber ich weiß nicht, ob Kerstin eventuell noch was Besseres braucht, weil ich habe jetzt nicht so einen schlechten Eisenhelm. Ich bin mit meinem auch sehr zufrieden aktuell. Meinem Drachenhelm. Also ich würde da, wenn dann halt was dran ändern wollen. Also ändern kann man, können wir theoretisch legendär mittlerweile schon. Zwar nicht alle möglichen Sachen, aber da das halt die vorerst letzte Rüstung ist, ich weiß halt nicht, ob sich das jetzt schon lohnt, da was zu ändern. Aber theoretisch genug Sachen hätten wir für legendär. Ach, immer diese Entscheidungen, ne? Bringt halt relativ viel, mein Helm bringt halt relativ viel Gesundheit und auch Regeneration von Gesundheit. Oh, es ist schwer. Was ich halt krass finde, so zum Beispiel, der bringt jetzt schon im Vergleich zum Beispiel zu meinem momentanen Helm schon jetzt mehr Rüstung. So, ne? Ja, und auch die 9% Physical Damage Reduction sind nicht verkehrt. Aber mein anderer, der hat halt auch nochmal 20 Gesundheit mit reingebracht. Das war jetzt auch nicht so wenig. Na, wie gesagt, theoretisch könntest du dir erlauben, das Frost-Ding runterzumachen. Wir sollten genug haben, dass Dann nehme ich lieber das Indestructible runter. Oder das. Wie heißt denn das Portal, was an der ersten, am ersten Viadukt stand? Reise heißt einfach nur. Einfach nur Reise. Das ist das, okay. Womit wir momentan verbunden sind. Ich hol mal die Schmiede wieder zurück. Ja, wollt ihr vielleicht auch nochmal durch die Sachen hier durchgucken? Dann könnte ich mal was hier vernichten, weil das ist. Das war also ganz schön viel. No, ich hab kein Holz dabei. Warum habe ich meinen Silberring da reingetan? Du hast ja zwei, irgendwer hatte zwei gemacht, oder? Ja, aber und das einer war Mist geworden. Aber das war meiner mit allen möglichen Reductions. Da Warum draußen haut da irgendwas. Naja. Klang nach Grauzweg, der irgendeine Wegbank haut. Ich guck mal kurz raus. Grauzweg, Berserker, der die Windmühlen haut. Arsch. Gut. Durchgucken. So, Safti wollte jetzt definitiv nicht auf, Magie meinst du? Oder? Ja. Nee, habe ich nicht vor, weil mir ist das zu gefährlich. So, die Rüstung hat mir einen zu niedrigen Rüstungswert, vor allem jetzt, wo ich diese krasse Brustplatte letztes Mal da gefunden hatte. Und dieses Essen, das andere, finde ich zu. Naja, also du kriegst halt nicht so viel Leben und nicht so viel Ausdauer davon. Wenn sich eine gute Rüstung zusammenpuzzeln lässt, mache ich das vielleicht. Ich fange mal an, Zeug wegzulegen, was ich denke, was ich benutzen könnte dann. Ja, ich brauche nichts davon, von dem ganzen Zeug. Aktuell war auch noch nichts dabei, von dem ich gedacht habe, könnte man mal. Ja, es ist tatsächlich auch echt viel Blödsinn dabei. Den nutze ich irgendwie gefühlt sowieso kaum. Bei dem Helm von mir bin ich noch nicht so ganz sicher.
Ja, mein Helm ist momentan bei mir auch so das Unnötigste oder das Schwächste. Aber ja, ist okay. So, dann zerlegen wir mal alles. Dann gehen wir heute mal schön weiter looten. Ich hoffe, dass wir jetzt gleich in dem Dungeon noch jede Menge kriegen. Wenigstens wachsen die Sachen für. Federgrube wäre mal gut. Was konnte die Robe denn nochmal? Ja, Federfall. Dann ist noch was. Ja, Featherfall und Wärme. Aber das war nur der Umhang, ne? Ja. Ja, das wäre schon ganz cool. Oder wir stellen selber her. Könnten wir das denn theoretisch? Ich weiß nicht, kannst mehr, was die man dafür Station braucht. Mal auseinanderbauen, die Schwarzschmiede und mal den Zaubertisch hinstellen. Aber ich glaube, da braucht man auch das Eiter für. Ich baue hier unten mal noch einen zweiten Hühnerstall hin. War das, was wir brauchten? Die Schwarzmetalle? Nee. Nicht die Raffinerie. Was brauchten wir denn dafür nochmal? Oh nee, kann sein, dass wir dafür einmal Alter herstellen müssen. Ja, ich sehe es nämlich nicht gerade. Jetzt schon wieder eine. So, schlafen und dann wieder los. Ich würde gerne den zweiten Hühnersteiner fertig bauen. Dann braucht man nicht mehr schlafen, weil ist nur ein paar Sekunden. Nochmals ist bei mir übrigens fertig. Ja, ich habe noch 9 Minuten. Hat Kerstin eigentlich für einen Buff drin? Aktiv. Wieso? Schwachen. Es ist so warm bei mir in der Bude. Ja, hier auch. Irgendwie seit gestern. Also hauptsächlich deswegen, weil ich die ganze Zeit vor dem PC war heute, aber... Hallo? Bin ich jetzt ins Falsche gegangen? Ich mach gerade noch mal ein paar Brote. Wo war denn jetzt das Tor? Wo ist denn jetzt... Engel? Es war vielleicht noch das Falsche eingestellt. Ja, ich weiß nur gerade nicht, wo es ist. Wo was ist? Kann ich dir leider auch nicht sagen, wenn du weggerannt bist. Kann man in deiner durchkommen, Safti? Ja, ich hoffe, dass die Brote nicht verbrennen, aber ja. Steht das denn nicht hier direkt dran? Okay. Steht jetzt gerade da. Ja. Warum steht es da? Da hat mir das doch nicht hingestellt, oder? Doch. Also offensichtlich, so, sonst würde es ja da nicht stehen. Das war hier mit den Truhen, okay. Okay, ich habe die Brote raus. Ja, okay, gut. Bist du fertig oder kann ich noch eine Runde? Ich bin fertig. Machen?
Okay, gut. Also brauche ich nicht nur eine Runde. Es steht jetzt wirklich machen. Nur ein ganz kleiner, lieblos hingeranzter Hühnerstall noch vor der Hütte. Also lieblos? Lieblos hingeranzter. Ja. Ja. Wäre gut, wenn ihr immer mal hochgucken könntet zu dem größeren Hühnerstall und da oben einfach die Eier klauen und unten reinwerfen. Und oben immer mal wieder ein bisschen Gerste hinwerfen. Okay. Kleiner und großer Hühnerstall. Also, hier ist der große, glaube ich. Ja. Und die sollen nach unten. Da die Eier rausklauen. Mhm. Dass das weniger als irgendwie 4-5 Viecher bleiben. Und wieder Gerste hinwerfen. Kerstin ist schon professionelle Hühnerstallbauerin. Mhm. Und unten gibt es noch einen zweiten. Der ist mit Abstand nicht so gut gesichert. Da einfach die Eier hinwerfen und zwar einzeln. Und unten werden wir dann regelmäßig mal mit was Scharfem durchgehen. Du willst Hühner töten? Das ist der Plan. Nein. Nein. Ich will sie ihre Verwendung zuführen. Das gehört Schrubchen. Und Toni, sie will dies töten. So, kommen wir jetzt durch. Was? Ja. Ja, wir brauchen Federn und gutes Essen. So ist das in Valheim. Yay, dann schön. Also ich habe einmal Knochenwanz. Bleibt mal eben stehen. Ich noch nicht. Safti steht auf mir. Ich werde umgetragen. Oh, direkt Fragmente, oh, zwei gleich. Ja, das ist ein runtergefallen. Da ist ein Soldat. Soldat. Lass mich rein! Ja, der hat da keinen Bock drauf. Kann denn jemand parieren? Ich bin gerade an zwei Suchern noch hier hinten. Zwei Geheimtüren. Was sein, dass die Giftschwäche haben? Ich glaube, die haben generell Elementarschwächen. Oh, eine Level 1 Zecke. Drei Geheimtüren. Mittlerweile vier Kerne. Achtung, können hier rollen. Oder ja, nee, passt, okay. Alter, was ist das für ein Dungeon? Da ist irgendwo noch ein. Hier schon gelootet? Ja, ich hab schon. Da ist irgendwo noch ein Soldat. Ja, ich höre es auch. Schätze, gibt's hier. So nicht wo? Wird sich an die unten Kasse? Drüber ja, oder so? Ich auch. Drüber oder unten drunter? Wird er sagen, unten hier? Drüber. Ja. Kerstin hat alles weggelootet gehabt. Oder waren sogar Würstchen drin? Insgesamt fünf. Und zwei Fragmente habe ich. Ich würde sagen, dass irgendwo oben drüber hier dies. Waren wir denn jetzt schon unten? Ja, hier unten ist nee, was. Nee, waren wir noch nicht. Oh, dann ist vielleicht dann doch wäre er unten. Mann, was will denn der Typ? Ey, geh runter von meinem Kopf! Da ist noch irgendwas. Da ist immer noch einer. Hier ist noch ein Geheimtier. Ja. Irgendwas Spannendes? Nö, ein paar Münzen waren drin und ein paar Würstchen.
Da unten noch alles da, ja. Da unten ist noch Party, ne? Da ist auch noch ein Super-Soldat. Ja, da ist auch ein Soldat. Wir haben da 2 Minuten Knochenwanst. Einer. Oh, hier unten ist aber richtig übel Party. Oh, 2 Sterne. Oder ist auch ein 2 Sterne. Hat nicht mal was getroffen. Hallo. Wo ist er? Was ist denn los mit dir? Und tot. Easy. Okay. Irgendwas Grünes ist da gefallen. Oder hat jemand von euch was geworfen? Nee. Ich habe ein grünes Schild gekriegt, aber ein Faustschild. Oh. Guck ich mir gerne an. Ich bin noch in Silber unterwegs. Hier ist noch eine versteckte Tür. Ein Kern. Alter, das ist mein Schild. Dann okay. Nimm dein Schild. Gut, ich hab hier noch unten sind noch Viecher. Wollen wir die killen? Hört man. Ich hab mal reingeschossen. Was Gelbes gekriegt. Spaß, oder? Ist das eine Trophäe dann noch? Nee. So, wo müssen wir jetzt? Am besten fangen wir oben an, ne? Alles durchzugehen, oder wollen wir hier unten mal erst noch alles fertig machen? Dann brauchen wir nicht mehr nach oben laufen. Ich weiß nicht, ob unten noch hier was unten ist. Hier unten hatten wir doch alles. Ist ja, und hier alles unten höre fertig? Ich noch was. In der Meinung, ja. Eine Tür. Wo? Hier. Hier ist die schon wieder komplett woanders. Zecken. Stab des Schutzes. Und Conny und alle anderen Connys, hallo Tuts Enkelin, ich grüße dich. Wieso habt ihr jetzt eigentlich mittlerweile alle die gleiche Farbe? Tuts Enkelin, Schrumpchen, Taranta, ihr seht alle gleich aus. Wie kommt das? Bei mir nicht. Bei mir ist Tuts Enkelin rot. Und Schrumpchen so ein grün. Oder unten ist die Moderrune. Ah, oder Tuts Enkelin hat keine Farbe. Oder Königin meinst du, oder? Ja, meine ich. Aber die andere Frau. Letztes Mal schon, ne? Oh, ein Speer. Mit... All was Damage für eine Chitin? Ein... Herapace. Oh, wo ist denn das Vieh jetzt? Gungnir, noch ein zweiter Gungnir. Da habe ich vorhin schon einen bekommen. Mann vom Teufel spricht. Hallo Taranta. Die ist aber weit weg. All Damage 20%, Lightning 17%, Stagger Duration 17% und Indestructible. Ja, so ähnlich sah der andere auch aus. Deshalb benutze ich den nicht, weil ich schon ganz gerne Recording auf dem Speer hätte. Hm. Hier ist noch was. Hier kann ich. Aber es hört sich sehr leise an. Ah ne, hier waren wir schon. Echt? Ich glaube, das war's. Oder? Nee, wir haben da oben noch nicht alles durchgemacht. Hier ist eine Tür. Achtung, da ist was hochgeflogen. Ja, erstmal verschossen. Hallo, was ist denn los mit dir da? Und wieder ein Faustschild in grün. Das ist nur Müll. Eine Kampfaxt. Haltbarkeit Axt. 100%. Ja, diese. Die aus Eisen oder Kristall? Also hier diese Mistlands-Axt. Halt, okay. Die sieht aus wie eine Kampfaxt. So. Okay. mit Haltbarkeit. Pierce 7% und. Lifesteal 2,1. Boah. Jetzt ist hier aber Ruhe auf jeden Fall. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Ja.
Okay, ich werde das mal nutzen müssen. Es ist leider eine ganze Ecke besser als mein jetziges. Auch wenn es ein Teller ist. Ein Teller. Ach, ein Topfdeckel. Hallo Sadri Malas. Aber es sieht nicht ganz so nach Topfdeckel aus. Oh, kann jemand Harz ernten gehen? Ja, ich muss sowieso nochmal schnell nach Hause und Inventar leer machen. Ja, 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 ich auch. Ab im Inventar, verdammt. Weiß nicht, vom Blockwert besser ist, sondern von den übrigen Stats. Wir haben zu wenig Platz für das Mistlands-Zeug. Die Kiste ist voll. Ja, baut euch. Habt ihr schon Chitin-Pfeile gebaut? Chitin-Pfeile? Für einen Bogen. Und wo kann man die bauen? Ich glaube, an der Schwarzschmiede. Ah, jo, stimmt. Ja, das ist ja nett. Ich wünsche mir auch das Pfeile-Event wieder zurück. Ja. Ich glaube aber nicht, dass es die guten Pfeile gegeben hätte, Schrumpchen. Da hätten wir die auch am Anfang schon gekriegt. Also. Es hätte wahrscheinlich nichts gebracht. Das verbraucht ja kaum was von den Chitin-Dingern, die Chitin-Pfeile. Gut. Nein, ich trage zu viel. Goll und Hati, zweihändig. Was war das denn nochmal? Das ist das Messer. Melde mal Interesse. Das kann man herstellen. Achso, nee, du bist an der Schwarzschmiede. Schade. Gestern hat gefühlt an allem Interesse. An dem ihr keins habt, ja. Komm, Müll. Trash. So, dann müssen wir mal weitersuchen jetzt. Ja, Gut. Wäre von mir gut, aus wenn jemand mal gucken könnte, ob wir schon ein Weichgewebe haben. Ich gehe davon aus, dass ja. Sechs oder so waren es, glaube ich. Nee, ja. Warte, was hier? Und ein bisschen Harz auch hierher bringen könnte. Acht haben wir. Zusammen mit dem Weichgewebe. Hast du denn jetzt gefunden? In der Marmor- und Harzkiste. So, ja, okay. Marmor könnt ihr auch hier noch mitbringen. Bin ich ein Trottel, reintun das... schon, oder? Hä, was habt ihr jetzt gemacht? Was willst du machen? Komm doch einfach her. Soll ich schon befüllen, oder? Kannst du gerne. Ich hab noch etwas. Harz kommt wo rein? Unten in den Trichter, in den... auf der anderen Seite. Hab sie falsch rum hingestellt. Ah. Also einmal auseinandernehmen und nochmal hinbauen. Eitre Raffinerie. Du hast die Sachen, ja. Du hast kein Harz. Nee. Wunderbar. Kriegen die Marmordinger keinen Schaden davon? Nee.
Ah. Deshalb baue ich da Marmor drum. Halt. Das ist natürlich schlau. Aber ich glaube, zu das liegt schlau. Jetzt schon. Liegt ja noch mehr dagegen? Also das reicht doch so, oder? Ich hoffe. Liegt halt hier gegen die beiden Wegstationen. Ja, also in Richtung Haus dürfte es ja eigentlich nicht mehr fliegen. Ich hoffe. Oh, das ist das erste. Einmal also ankrabbeln. Haben wir noch Marmor? Nee, da. Wir haben noch Marmor. Hat jemand Holz aufgenommen? Versehentlich. Nee. Verdammt. Kerstin, willst du noch mal das Altria werfen? Dann gebe ich das Conny auch noch mal. Ja. Also, das war ja schon. Da. Dankeschön. Altria. Nein! Egal. Was nein? Ich muss sagen, doch. Die Dings haben sich das gesnackt, die 10 Holz. Die Kohlegeneratoren. Ach so, ja. Oh, danke, dass du meinen Fall gebremst hast. Was? Ich bin dir eben auf den Kopf gehüpft. Habe ich nicht mal gesehen. Eitr. Haben wir denn jetzt alle Rezepte in der Schmiede drin oder fehlt noch was? Jein, wir haben die eine Werkbank ja noch nicht gebaut. Die eine Werkbank? Könnten wir die jetzt bauen? Moment. Ihr könnt die Marmor. Quatsch, die Marmor, die Schwarzschmiede mal auseinandernehmen. Ja, ach, du meinst den Galtre-Table. Genau den. Wow. Brauchen wir, den fünf bauen? Eitre für. Brauchen wir fünf veredeltes Eitre. Wo ist der denn? Ich hab eins. Der ist. Ach, der Galdre Stapel. Ah, ja. Ja, ich spiele Englisch. Ja, wir haben noch nicht genug. Ich weiß bis heute, warum das Ding Stapel heißt. Keine Wie viel Eitre habt ihr denn? Zwei. Gut, dann bringe ich euch nochmal drei mit. Wie viel braucht ihr? Fünf, habt ihr gesagt. Mhm. Ja. Und dann. Ach so, ja, die Black Horse kriegen wir ja vom Abbauen, richtig. Ja. Hallo Odin und Dankeschön! Luchs Fleischpastete. Luchsfleisch habe ich nur bekommen. Gekochtes, leider. Ich habe Schlangenfleisch bekommen. Erstmal wieder Suppe da draus so, machen. Jetzt habe ich genug Eier. Schlangeneintopf. Oder. Federumhang. Dafür brauchen wir 20 Eiter. Das ist ganz schön viel, wenn man bedenkt, dass wir vielleicht ein paar mehr herstellen müssten. Sind denn Fuhlinge? Das waren die grünen Viecher aus den Ebenen. Schlafen und los? Ja. Weil, dann dürfte ich auch wieder Knochenwand sagen. Ja, ich bin auch fertig. Guck dann morgen früh gleich nochmal zu den Hühnern. Und dann können wir gehen los. Ja, wenn du an den Hühnern guckst, dann gehe ich mal eben zu den Harzsammlern. Richtig, zu dem Harzsammler leider nur. Welches waren das jetzt? Harzsammler, glaube ich, heißt es. Ja. Wing, wing, wing. Ja, brauchen dringend mehr von denen. Dafür müssen wir Dwerger finden. Mhm. Ja. Gut, aber mehr als rumlaufen und suchen können wir auch nicht. Ja.
75 Gesundheit. Bauhammer ist fast kaputt. Wir haben auch mittlerweile ganz schön viel Lox-Pastete. Die ist ja auch lecker. So, können wir los? Von mir aus. So, das war Mistlands Reise, ne? Wird schon. Weiß ich nicht. Wird schon. Ansonsten. Ich nehme die Werkbänke, jemand anders nimmt das Portal. Ich kann das Portal nehmen. Jetzt hat Kerstin das Portal, glaube ich, eingesammelt, weil Conny es in Kerstin drin abgebaut hat. Mehr habe ich nicht. Nee, hab schon. Die Augen hast du? Ja. Super. Boah, ist das Mann! Lass den einfach irgendwo hinkommen, wo es gerade ist. Ja. Hier drinnen waren wir, ne? Ja. Ja. Das Nebelvernichtungsding ist so lahmarschig. Aber hier hört sich's an wie Ozean. Nebelvernichtungsding. Was ist denn? Sind da hinten Berge? Ist lila Loot. Oh Gott, ich bin. Hallo Hexe Sonea, ich grüße dich. Hallo Hallihallo, Wallheimerinnen und Wallheimer. Grüße dich. Hier ist eine Zecke. Was kam dein gerade raus? Chitinhelm, Eiter plus 15 in das Chapter. Achtung, an dir ist eine Zecke, ich krieg sie nicht ab. Alles gut. Ich bin quasi immun gegen alles Mögliche. Oh. Habt ihr schon wieder? Einen großen Dickschädel. Ah. Oh, ich habe einen Federumhang bekommen. Nicht wahr? Mit Lowing, Pierce Damage Reduction und Elemental Damage Reduction. Ja, den gönne ich mir jetzt erstmal. Wer hat die Spitzhacke? Ich habe eine. Und reinhauen. Warte mal. Man kann das so kollapsen wie da ist eine Rüstung drin gespawnt. Schade. Aber theoretisch kann man das da drin so zusammenfallen lassen wie Silber. Zecken, ja, Zecken gibt's auch hier. Oh, schöne Taschentücher. Habe ich eine Mistlands-Axt? Ne, ich habe eine Schwarzmetall-Axt. Reicht die? Ach ne, Pickaxe ja. Brauche ich. Ja. Ne, nee, ich brauche nur. Ich habe nur eine Eisenspitzhacke. Reicht die? Achso, ja, nee, dann. Ich bin komplett nicht voll. Kannst du das Portal mal hinstellen? Bitte. Obwohl, ich weiß nicht, kann man die. Oder irgendwie mal ein paar Sachen. Kann man das Weichgewebe auch mit einer schwächeren Axt abbauen? Nee. Ich habe die. Ich habe die Werkbank nicht. Kerstin, die hast du. Steht im Brustkorb. Ach, Ausdauer. Ja. Ich mache mich mal nützlich und schlag ein bisschen Yggdrasilholz. Weil hier steht auch richtig viel gerade.
Vergleichbar mit Zecken in Midgard? Ne, nicht so ganz. Die in Midgard sind deutlich kleiner. Und ich glaube, die ziehen nicht so schnell dein gesamtes. Nein, das geht nicht. Also Leben mit der Eisenspitzhacke komme ich nicht durch. Aber wieso hast du denn schon eine. Wo hast du denn die Schwarzmetall her? Die habe ich mir gebaut. Achso. Wir haben keine gefunden, ne? Nee. Ich habe gelesen, dass die verbuggt sind in. Ich habe das irgendwie. Im Discord von Randy. Ich habe das irgendwie ein bisschen blöd hier alles abgebaut. Nur so ein bisschen. Ich komme nämlich nicht mehr raus, glaube ich. Also? Ja, dann muss ich mich mal hier ein bisschen an der Seite rauskramen. Ihr müsst das genießen, solange die Nebel-Wisps noch unterwegs sind. Ach, jetzt bin ich hier wieder reingerutscht. Lass doch ruhig die Safti die Arbeit machen. Ja, zum Glück finden wir von denen nicht so ewig viel. Wofür brauchten wir die Taschentücher nochmal? Das Weichgewebe war für. Für die Eiter-Raffinerie. Das kommt oben in die Raffinerie rein. Ja, das Harz kommt unten rein. Also groß und blutgierig. So kann man es ausdrücken, ja. Na toll. Was stellst du dir denn unter riesengroßen Zecken vor? Was Tolles kann da nicht dran sein. Oh, das dauert so lange, immer dieses Ausdauer-Regenerieren. Mhm. Ich bin voll. Verdammt. Dann geht er nach Hause. Ich hab meine Trophäe weggeschmissen. Portal steht. Ja. Bei dem Klüng-Klüng nach. So, Schädel ist ausgehöhlt. T-Rex Größe, ne, nicht ganz. Kompletter Schädel ist leer. Ich habe 50 Weichgewebe. Ich hau den einen Baum hier noch fertig. Bring das Ganze erstmal kurz nach Hause. Ja, und bring dann auch alles nach Hause. Was ich hier so Schönes hab. Wir brauchten ja nochmal die ganzen Pilze, die waren zum Essen kochen, ne? Ja, für eitre Essen. Nicht nur. Nicht nur. Okay. Ich baue Salat mal eine Kiste. Salat ist richtig lecker. Ich baue mal eine Kiste bei der Raffinerie hin, wo ich dann das Weichgewebe hin tue, ne? Ich denn zwei Eisenschrott hier? Ach, von der Rüstung. Oder hast du das hier weggeworfen? Ja, habe ich weggeworfen. Ich weiß auch nicht, wo ich das her hatte. Also von der Rüstung, die da reingebackt war in den Schädel. Ah. Boah, das riecht angenehm, jetzt einen Federumhang zu haben, ey. Glaube ich. Mhm. Nicht ganz okay, das reicht mir zum Bell. War einer beim Harzsammler jetzt eigentlich in letzter Zeit gewesen? Nein. Dann gehe ich da einfach nochmal schnell hin. Ne, ich war am Anfang des Tages da. Schwarzschmiede wieder hin. Achso, ja gut, dann wird er wahrscheinlich nicht. Der geht am Anfang extrem schnell. Da kannst du dreimal am Tag hin und der ist immer wieder voll. So lange, bis die Wurzel verblasst, dann setzt du den einfach auf eine neue Wurzel um. Ja, sind die ja genug. Wurzel ist jetzt verblasst, dann baue ich den mal dann um. Auf die neue Wurzel umsetzen. Regeneriert die sich denn? Die regeneriert sich mit der Zeit, ja. Und es kommt dann immer noch von dem Harz, aber nur so eins pro Tag ungefähr. Gut. Gut, Harz ist drinne. Auf dem Dach der Welt.
Ja, jetzt musste ich aber mal wissen, in welche Richtung die beiden anderen waren. Ich komme gleich zurück. Dann solltest du auch das Portal haben. So, ich komme auf ihr zurück. Oder wenn wir... Nee, doch, wir gehen weiter, oder? Ja, warum nicht? Weiß ich nicht. Portale und Wegbank, Safti? Ja. Gut. Seid ihr schon da? Ja. Ja. Okay. Ich hab, also wir haben alles abgebaut. Es dauert gerade, bis es angezeigt wird. Hallo Dudu. Nur dem Hase Conny, hinterher. Conny, bist du auf dem Berg drauf? Mhm. Wir sind genau unten runter. Ach da. Ja, es wird bei mir immer noch nicht angezeigt, wo ihr seid. Ja, jetzt. Wir... Oh, ich hätte beinahe die Dwerger gehauen, die hier stehen. Mich so erschrocken, als sie vor mir im Nebel aufgetaucht sind. Stehen die einfach nur so hier umher? Ja, 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 ich hab hier nichts gesehen. Warst du überall schon lang gelaufen, oder was? Ja, nur so ein bisschen drumherum. Nichts Besonderes gefunden. Also jetzt ist quasi schon wieder neu für mich. Oh, ich muss gerade durch Wasser schwimmen. Ich bin ein bisschen abseits von euch. Kurz und schmerzlos mit dem Hammer. Gyal? Wow. Irgendwo? Ich weiß es nicht, ich habe nur gehört. Ist ich habe gerade auch was weit weg gehört. Hört sich an. Da, wo die Luft voller Magie. Was? Da, wo die Luft voller Magie. Genau. Und die Erde voller Leben ist, bringt der Nebel Wunder hervor. Ich krieg schon ein bisschen Angst gerade. Ich glaube, er hat Aggro auf mich. Ja. Nimm das! Boah, 3x160, 3x200. Und da ist er tot. Ey, wie man nix sieht, wenn Conny den Hammer wirft. Das ist halt geil gegen die Zecken. Ja, aber sehen tut man trotzdem nichts. Und es macht Spaß, das Ding gegen die Viecher zu werfen, gegen die Fliegenden. Die bekommen nämlich auch so einen Rückstoß und dann fliegen die so 2 Meter nach hinten. Ups. Tolle Waffe. Mhm. Kenn ich jetzt nicht nach. Habe ich den Dudu gerade begrüßt? Ich hoffe. Glaube nicht. Dann... Aber hallo Dudu, da hinten ist ein... Oh, da hinten ist was, da hinten ist was. In die Richtung. Da ist so ein Dungeon. Ja, so ein Dungeon. Wir haben ihn gerade erstmal einen Sucher gehabt. Also mein Schwert kann ich hier echt komplett vergessen. Was war denn das für eins? Schwarzmetall. Das legendäre, was ich hatte. Ja gut, die sind halt immun gegen physischen Schaden. Ne? Hier oben. Ist ja voll weit da hinten. Hier ist ein Dungeon. Einmal wieder komplett zurück, Kerstin. Ich muss mich dran erinnern, dass ich keinen Flieger habe. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ja. Ja. Da sind immer so eine Reihe davor, gerne auch mit Sternen. Mhm. Mhm. Ich flüchte gerade einfach so ein bisschen. Du hast ja viele Fans hinter dir her. Oh ja, die machen auch ganz gut Schaden. Für euch nur. Ah, da seid ihr. Mann, ich treffe den, ich komme hier runter. Ich komme jetzt mal erst zu euch, dass wir Knochenwands kriegen. Die machen nämlich ganz schön bösen Schaden. Buffst du? Okay. Komm, der nächste. Lass den einfach hier hinterkommen. Lass den eben hier runterkommen, wo es gerade ist. Am Berg trifft man die irgendwie einfach nie. Nicht sterben, Conny, das ist Saftis. Kann jemand eine Werkbank hinbauen? Was ist, Kerstin? Werkbank. Bitte. Ja. Der war gemein, Odin. Warum will ich einer oben drauf?
Warum wollen die Teufel immer, dass ich sterbe? Taranta will das? Odin will das? Was habe ich euch getan? Also... Oh, Safti ist oben. Ja, jetzt ist er unten. Oh, die ist unten. Trophäe. So. Hey, dann, solange wir Knochen wir uns haben, rein da. Ich bin kein Teufel, das stimmt. Das ist ein Nephalem. Ja, Odin ist im Innern auch ein Teufel, der macht nur gute Events, damit er kein offizieller Teufel ist. Meinst du? Ja. Hier ist eine Tür. Hier ist auch... Zecke. Hilfe. Jetzt so. Da geht's raus. Das hat der Teufel gesagt. Hilfe. Nein, habe ich nicht, Schrumpchen. Aber an der Liste ändert sich gerade sowieso nichts. Also. Hier sind doch welche? Zumindest nicht, was den Status angeht. Rosa, okay. Wo seid ihr hin? Oben noch, da ist noch ein offener Weg gewesen. Eine Tür und Zecken. Mit einer Rune. Mit Kernen. Magst du die nehmen? Dann gebe ich dir den gleich noch. Ah, okay, gut. Ihr wart schon, ja. Ich nicht. Safti, dich mag ich. Wenigstens eine Person. Weil das Schrumpfchen nicht die Liste aktualisieren? Ich glaube zwei. Auch. Zwei mit einem Stern. Das war's? Jetzt ist keiner mehr da. Hier ist nichts. Durch? Ist... Nee. Hier ist ein Geheimgang. Hätte ich das hier? Ich habe das auch so verstanden, Schrumpchen. Hier ist einfach nichts in den Truhen drin, ne? Aber hier sind auf jeden Fall noch Viecher. Ja, wenigstens sind in diesen Geheimräumen ein paar Kerne manchmal. Unten, glaube ich. Oben sind wir durch. Erstmal hier runter? Oder ist hier durch? Egal. Ist hier runter, hier ist offen. Ne, hier ist nicht offen. Auch will ich irgendwas, kann es nicht aufheben. Oh, jetzt hab ich's aufgehoben. Warnschild. So voll mit Stuff. Ja, ich bin auch gefühlt komplett voll. Ich bin komplett voll. Nicht nur gefühlt. Also, dein Riches-Ding ist irgendwie echt nervig. Jedes Mal habe ich irgendwie diese ganzen Schatz-Dinger im Inventar. So, erstmal alles wegwerfen. Ich glaube, aber wir brauchen Gold. Wenn wir demnächst zwei Sachen verändern wollen, brauchen wir ganz schön viel Gold. Ja. Ja, stimmt schon. Und dafür, ehrlich gesagt, kriege ich ganz schön viel, also. Ja, ich habe immer so eine einzelne Bernsteinperle oder ein. Und so. Ja. Silberhalsketten. Können wir irgendwie mal konsolidieren? Ja, schmeiß mir noch was. Ich hätte Silberhalsketten, Gold, Suchertrophäe.
Ja, schmeiß mal rüber. Schmeiß mal ganze wertvolle rüber. Lack plus 11, da falle ich nie wieder drauf rein. Voll der Scheiß. Ist überhaupt kein Lack. War's jetzt, oder? Geht's hier hinten weiter noch? Nee, dann nicht mehr, aber das ich meine, Rich Dingens ist auf jeden Fall effektiver als das Lack Dingens. Ich bin leicht der oben. Meinung, dass oben noch eine Holztür war, hier hinten irgendwo. Oder was hier? Nee, hier nicht. Irgendwo meine ich, war noch eine Holztür. Hier rechts? Hier ist nee. Alles nichts mehr. Habe ich mir das eingebildet? War es in einem anderen? Ach, keine Ahnung. Warte mal, hier war doch. Hier hat doch eben irgendjemand Geräusche gemacht. Rennen wir durch diese Gitter durch? Weil oben war ja noch nee, so nee. Große Gitter, ne? Normalerweise kommst du dann auf die andere Seite. Ja, genau. Irgendwie. Naja. Aber es ist auch extrem ruhig. Also wenn noch was ist, dann vielleicht ein paar Zecken. Gut, vielleicht habe ich mir das auch noch eingebildet mit der Tür. Naja. Erstmal nach Hause Loot heimbringen. Portal habe ich dabei. Ach, wir sind ja hier drin. Hast du gar nicht hingestellt? Nee. Wir sind ja direkt rein, damit wir Knochenwanst. Also, ich habe die Webbinge, die ich dabei habe, auf jeden Fall hingeballert. Einmal umdrehen. So steht. Mistlands Reise. Ey, wo ist denn mein Lücke eigentlich drauf? Ach, was ist das? Riches da auf dem Doom-Mark. Ist halt die Frage, ob ich das wegmache. Aber ich glaube, es bringt schon wohl was. Habe ich eben mit Fuhling gehört? Ja, ich höre auch Fuhlinge. Und hier ja, ist kein Oliver. Ja, jetzt, ne? Da unten rennt er hier rum. Au. Ja, ich höre auch den Schwarzmetalllieferung. Einer? Nee. Da oben liegt doch irgendwas Gelbes. Schwarzmetall. Eitre waren bei der Raffinerie. Das Blöde ist nur, dass wir hier Schwarzmetall gar nichts mitmachen können, ne? Wir können einen Schmelzofen hinstellen und das schmelzen. Mit 3 Stück? Ja, das lohnt nicht. Noch nicht. Habt ihr gehört, wir brauchen hier Fuhlinge. So, wir haben 30 veredeltes Eitre, oder wie es heißt. Ich hab noch Weichgewebe, das muss oben rein, ne? Ne, unten ja, bei der Schmelze ist eine Kiste. Genau. Anfrage auf Fuhlinge wurde abgelehnt.
unbedingt mal was ändern. Die ältere Generation, auch wenn ich nicht weiß, wie lange ich das Ding trage. Nehmen wir die Hells. So. Das da rein und das da rein. Ganz schön viele von diesen Stäben und den Eiterrüstungen und so ein Gedöns, ne? Ja. Ich würde mir, glaube ich, mal ein grünes umwürfeln. Wenn es okay ist. Ja, mache ich. Hm. Ich sehe es momentan noch nirgendwo. Höchstens bei den Helmen. Rost vielleicht auf. Ein Mantel. Indestructible auf, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was man da ändern konnte. Obwohl bei einer der Sache. Bei einer Sache würde ich das vielleicht bei mir sehen, zwar bei dieser OP-Rüstung, die ich von Jaklut bekommen hatte, das Indestructible wegmachen, das würde ich vielleicht sehen. Ja, aber mach das doch, das Ding tauscht doch eh nicht aus. Mach, ja eben, mach. Ja gut. Okay. Ich weiß zwar nicht, was ich brauche. Augment, Heart of the alles besser aus. Ja. Dann schaue ich mal. Ich habe die Wahl zwischen Dagger Chance 19%, Eiter Regeneration 26% bei Health Critical, Health Regen 27% bei Health Critical oder Glowing. Und was? Was war das für ein Teil? Brustplatte. Oder was meinst du? Das erste war. Dagger Chance finde ich immer relativ gut, weil wenn du Schaden nimmst. Dann staggert der Gegner halt gelegentlich mal. Ach so. Also wenn du einen Block verhaust. Ja, dann ist es. Oder eine Parade verhaust, cool. Ist es gar nicht so schlecht. Ja, das gilt übrigens auch für Projektilwaffen, ne? Ich habe mich eine Zeit lang immer gewundert, warum, wenn ich von einem Speer, von einem Fooling getroffen werde, der Gegner dann plötzlich staggert. Bis ich das irgendwann mal verbunden habe. Ja, ist auf jeden Fall egal, wie besser als Indestructible, weil dass eine Rüstung kaputt geht, da muss schon ordentlich was passieren, also. Tag 115. Das probiere ich auch mal aus. Gut. Wegen mir können wir wieder los. Hm. Ach, einmal noch. Komm schon. Ha! So, das wollte ich jetzt auch mal ausprobieren. Ist aber ultra unpräzise, ne? Das heißt, ein Skeetor aus 20 Meter Entfernung wirst du nicht treffen. Das ist mir egal, weil... Was denn? Ich den Bogen sowieso in letzter Zeit kaum noch nutze. Ach, hast Conny jetzt sich auch Triple Shot geholt, oder was? Ja, jetzt ist Triple Shot drauf gemoddet. Ah, okay. Das hätte ich mir auch gegönnt. Ja, ich guck's mir mal an. Bin gespannt. Ja, also Präzision ist ein bisschen Arsch damit, aber auf nah dran macht sich unglaublich Schaden. Interessant ist halt, ich habe auch noch Live-Seal mit drauf.
Also zum Beispiel in Gyal machst du damit ultra krass fertig, also... Vor allem, wenn du unten in die Eier triffst. Hm. Oder was auch immer, der da für Pinöppel dran hängen hat. Das hört sich etwas seltsam an. Ist okay, ich lass das. Ja. Ich hab nichts dazu gesagt. Ja. Könnt ihr das mal klippen? Das wäre super. Durch? Ja. So, weiter geht's auf der Suche nach Dwergern und Minen. Weil wir mit den Minen gerade irgendwie erfolgreicher sind. Oh, ist das schön, jetzt mit Federfrei hier rumzurennen, ey. Nee, ich hab immer noch meinen alten... Stell dir vor, du hättest auch noch Doppelsprung. Habe ich. Schade. Ich sehe da hinten in der Entfernung irgendeine Lampe. Es kann sein, dass eine random platzierte Lampe ist, kann aber auch sein, dass da Dwerger sind. Und da hinten ist auf einem Berg eine Lampe drauf. Ja, das habe ich eben gerade gesagt. Ja, ich wusste nicht, ob es die gleiche ist. Aber das sieht nicht danach aus, als wenn da was ist. Nee, ist eine normal platzierte. Aber da unten, es ist so ein... Wie ist das jetzt? Nicht Aquädukt, sondern... Viadukt. Und ich habe eventuell einen Brustkorb hier. Jetzt ist Brustkorb doch ist... Also Brustkorb habe ich definitiv. Ich gucke mal, ob da auch ein Schädel dran hängt. Hier ist ein Schädel. Okay, dann muss ich gleich dahin kommen. Ja. Hab ich würde darum bitten. Conny, kriegst du das hin? Denk dran, von unten am besten drauf schießen, ne? Das macht unglaublich Schaden. Echt? Da hast du teilweise 3x200 Schaden oder so. Obwohl, du hast noch einen Bogen, der wahrscheinlich nicht auf, mehr Schaden macht. Ich muss auf die Eier schießen. Genau. Ja. Unten auf die. Ja, jetzt habe ich schon aus Sauertrank genommen, hups. Mann, wie ich hier wieder Lust drauf habe, das auszukramen. Oh, ich habe einen Federumhang gefunden. In Gelb. Ade. Der voll der Müll ist. Ja, tatsächlich wäre ein Umhang echt geil, weil dann könnte ich nämlich mal auf eine andere Hose. Ja. Wow, da hat's gerade geleckt. Überhaupt mal ein Federumhang wäre geil. Ich könnte meinen geben, wenn du Lust Federfall. Hast. Der war aber ziemlich im Müll. Ja, der muss dann schon mindestens das können, was meiner kann. So, hier wo ich bin, ist ein Turm von Wehmann. Ja, ich bin gerade noch was? Am Abbauen. Hier ist ein Turm von den Wehmann. Und was? Dwergern. Dwergern. Ja, aber wir nehmen erstmal hier den Schädel auseinander, ne? Ja, alles gut. Könnt ihr ja machen. Also ich kann da sowieso nichts. Ich kann da sowieso nichts machen. Ja, und ich hack mal ein bisschen Holz nebenbei. So, Turm. Hier mal gucken, ob hier noch mehr ist irgendwo. Kann das sein, dass ich hier teilweise einen Text sehe von Conny dahin? Ja. Okay. Es ist möglich. Weil ich lese die ganze Zeit irgendwas von vielleicht treffen wir uns irgendwann hast wieder. Hast du die Dwerger so, markiert? Soll ich mich treffen? Ja, habe ich. Hast du mal geguckt, wo die den Extraktor stehen haben? Nö. Aber wir kommen doch sowieso mal hin, oder nicht? Ja. Ja, also. Wäre nur gut, dass wir halt zwischendurch schon mal über einen Plan reden könnten. Wir gehen rein, töten alle, nehmen ihre Sachen und verschwinden. Alle töten. Also das ist der grobe Plan. Also wenn es wir gibt halt auch noch andere Tricks, ne? Wenn wir einen Überhammer der Verdammnis hätten, dann würde ich eventuell sogar sagen, alle töten ist realistisch. Aber sind doch so viele, die kriegen wir doch niemals alle direkt tot, oder? Ich glaube, es wäre sogar ganz nett, wenn wir sogar mal einfach Jagdloot dafür hätten.
wie gesagt, es gibt noch andere Tricks, wie man an das Ding drankommt, ohne großes Gemetzel. Aber wollen wir kein Gemetzel? Wollen wir den Run jetzt hier beenden? Ja, also ich kann mich nur dran erinnern, dass Boomer und ich so innerhalb von so 2 Sekunden tot waren. Also. Ja komm, das kannst du ja wohl kaum miteinander vergleichen. Naja. Immer drauf Ausdauer. Gucken, dass deine Axt nicht da unten drin kaputt geht. Ich glaube, du hast nämlich auch das Portal dabei. Gut. Naja, dann kann er es ja wenigstens da unten drin bauen, ne? Wenn er auch die Werkbank hat. Habe ich, die Werkbank? Ja. Die könnte, ja, die könntest du ja außen hinstellen, das wäre nicht das Problem. Ja, könnte ich. Mach ich auch. Ja, habe ich aber. So, ich glaube, ich habe alles. Hier ist noch was. Habe ich doch noch nicht alles. Hast du das noch Slots frei, wenn du eh nach Hause gehst? Ja, warte. Muss hier doch noch mal ein bisschen schauen, da ist noch einiges im Boden drin, ne? Ich hab da mal ein bisschen Gedöns vor die Werkbank geworfen, die hier neben dem Schädel steht. So, ich denke aber jetzt habe ich alles. Muss kurz auf Ausdauer warten. So. Also wenn du das gleich mit nach Hause nehmen könntest. Wäre das gut. Conny ist schon wieder sonst wo? Ne, ich bin unterwegs zu euch. Also hier ist nichts mehr. Gut, wir zurück. Ich repariere nochmal schnell meine Spitzhacke. Gut. Da. Ich höre hier unten irgendwie sehr viel Action. Gut, wieder da. Wo seid ihr? Da seid ihr. Es hört sich an, als wäre hier ein... Hallo, da, nee, da sind Werge. Hallo. Da unten sind Werge, aber das scheint eine offene... Ja, das ist da hinten, wo ich Ausgrabung war. Zu sein. Ah. Ist es das Haus? Ja, das ist Haus, okay. Ach, jetzt werde ich ja nass. Ich habe ja keinen Waterproof mehr. Treffen wir uns dort? Ah, ja. Ja. Bei den Wergern? Muss nur ein bisschen vorsichtig hier rumlatschen, wegen kein Federfall und so. Einmal angeflogen. Hey. Moin Leute, was geht? Jetzt nennen die uns Nordling. Keine Ahnung. Sind wir vielleicht? Ich höre einen Jall. Die wohnen einfach überall, nur außen auf der Karte. Also können die uns schwer Nordling nennen. Wir können halt versuchen, den Jall hierher zu pullen, ne? Warte, ich guck mich da drin mal um. Sehe ihn nicht. Weiß nicht. Ja, ich sehe ihn auch nicht. Hören also, wenn ihr ihn anschießt, dann bitte nicht mit. Obwohl. Hab einen angeschossen. Die Komponentenkiste sieht sehr gut geschützt aus hier oben. Filmfreak, vielen lieben Dank für dein Follow. Ich habe ihn gefunden. Ich glaube, ich sehe ihn immer noch nicht. Ich habe ihn getötet. Warum das denn? Warum nicht? Ich denke, wir pullen den hierher und lassen naja, den das die war Berger der Plan. Machen. Ach so. Ja gut, das habe ich nicht so ganz verstanden, den Plan. Okay. Jetzt ist das auf jeden Fall zu spät für den Plan. Ich habe Ultralex. Oder irgendwer hat die Zecke eben bis hierher geschmissen. Das kann gut sein, dass Conny das mit seinem Hammer gerade gemacht hat. Das war was Grünes. War das jetzt in der Zecke, die ich da rüber geschossen habe? Ja, das war von der Zecke. Ein Chitinhelm. Lass mal gucken. Weightless Health plus 25, Elementarschadenreduktion, Physical Damage Reduction und Eiter Regen. Willst du haben? Ich guck mir den wohl an.
Deine Zecke. Obwohl, die Dwerge haben den kaputt gemacht. Also die Zecke. Physical und hell. Der, oh, der ist eigentlich der ganz ist geil. Gut, ne? Der ist richtig gut. Wenn du nicht willst, nehme ich ihn. Nee. Ich hätte meinen alten abzugeben. Mit Quick Learner. Ja. Ihr könnt ihn noch nicht angucken. Ich glaube, den hatte Safti. Ich kenne den schon. Das war der von Safti, oder nicht? Hier liegt ganz viel Gold. Wie komme ich nicht ans Gold ran? Ja, was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Also was mir auf jeden Fall tierisch auf den Sack geht, ist, dass der Riesenhammer, den ich die ganze Zeit rumtrage, viel zu klein ist. Also es gibt die Option, hier gibt es ja diesen Wächterstein, ne? Diesen da. Also den sind kann schon man kaputt machen mit einem Wagen. Also so ein Karren. Einfach immer wieder gegenfahren, dann geht der kaputt. Wenn der kaputt ist, kannst du hier drin alles machen, was du willst. Und die Dwerger sind dir nicht böse. Aber das wäre die Option. Wie viele Zauberer sind denn hier? Also hier oben ist ein Ice Mage und ein Support Mage. Weil unten die beiden Schurken, die sind im Wasser, die kommen nicht mehr hoch. So, das heißt, wenn dann geht's. Die auseinanderbringen, ne? Hä? Man kann die hier auch ganz dezent runterschieben. So. Ohne, dass sie einem da irgendwie böse sind. Wenn wir uns dann Jaglus holen und ein paar Feuertränke und. Aber warum Jaglus? Also. Achso, wegen Frostding, ja gut. Ja, aber das haben wir eigentlich auch im Umhang. Ja, aber. Wir haben Feuertrank und wir haben theoretisch Frostresistenz auf dem Umhang. Ja, aber also, das. Ja, stopp. Der Frostumhang, der macht nicht resistent, ne? Also du hast ein bisschen weniger Schaden dadurch. Ja. Und aber das stackt auch alles miteinander. Auch die Feuerresistenz. Der Trank stackt nicht mit der Kleidung. Es stackt nichts. Aber mit Jaglut. Das weiß ich nicht. Ja. Soweit ich weiß, deckt nichts an Reduktion. Die beste Reduktion zählt. Also wenn du resistent gegen Eis bist über deinen Umhang und sehr resistent über Jaglut, dann bist du sehr resistent. Das heißt, Reduktion glaube ich um 50%. Töten wir die jetzt oder nicht? Also die beiden Mages sind halt das Problem, ne? Seid ihr mal hinten rumgelaufen, ob da noch mehr Mages sind? Ach ne, oben ist ein Schurke. Das sind die zwei hier, ne? Ja, ja, aber außen, ob da noch was ist, also aber ich glaube nicht. Nee, bin noch einmal rundherum gelatscht. Ich meine, es wird uns ja jetzt nicht schaden, wenn sich einer eben Jaglus holt, oder? Ich habe kein Portal dabei. Ich habe das Portal. Weil dann hole ich das eben ab, das ist jetzt nicht so das Problem. Muss ich hier nicht einen halben Kilometer gefühlt weglaufen, ein ganzes Stück weg, bauen kann? Ja. Dann müssen wir uns halt überlegen, dass wir die zügig töten. Ich nenne es mal temporär. So, und ich muss zu den Opferaltar. So, Safti hat noch Knochenmanns bereit, ne? Mhm. Ich höre gerade noch meinen Gyal. Den könnten wir auch noch vorher hinziehen. Den brauchen wir jetzt vielleicht gar nicht. Das Dumme ist, dass der ein Marmordach hat. Es gibt auch diesen Turm ohne Marmordach. Da hilft der Gyal wirklich richtig gut. Wie hieß das jetzt? Temporär. Der Support Mage kann heilen andere. Der macht da im Halbsekundentakt 50er Ticks mit Heilen. Was ultra stark ist. Ich glaube, der kann auch so eine Art Geschosse, das sind so lila fliegende Dinger,
die zielsuchend sind und ganz langsam fliegen. Die explodieren, wenn sie in deiner Nähe sind. Kurze Frage, die sind nicht immun gegen Spitzen, oder? Ich weiß es nicht. Ja, dann ziehe ich dem einen mit der mittleren Maustaste mit dem Schwert über und dann ist der One-Hit tot, oder nicht? Wir werden sehen. Also erstmal bringen wir die irgendwie auf eine gerade Fläche, würde ich sagen. Ja. Nach unten? Ja, versuche ich. Boah, das erinnert mich schon wieder an die blöden Villager in Minecraft. Die hängen auch immer nur in Ecken drin und lassen sich nicht wegschieben. Vielleicht müssen wir die nach oben laufen lassen, sonst geht das nichts. Ja, aber die hängen ja schon die ganze Zeit hier, oder? Nee, die sind gerade die ganze Zeit nach oben gelaufen. Gut, jetzt ist einer hier oben. Gut, also den Support Mage, den habe ich hier, den könnte ich schon solide bearbeiten. Der Eiszauberer hat keinen Bock. Habt ihr gegessen? Ja, nee, doch nicht. Gut, dass du es gesagt hast. Gut. 3 oder so auf 3. Ja. 1, 2, 3. Okay, der hat so gefühlt gar keinen Schaden bekommen davon. Also meiner ist tot. Ist aber tot. Meiner auch. Also der hat 3 Hits gebraucht. Ja, der hat irgendwie von meinem Schlag keinen Schaden bekommen. Ich glaube, Kerstin hat den vorher mit dem Dingens bekommen. Ich mach mal die Kiste auf. Ich hab den Extraktor. Ich glaube, es sind alle tot. Oder? Ne, hier ist noch einer. Okay. Ist hinten drin noch was? Ne. Gut, sind alle tot. Ich hab den Extraktor. Also ich glaube, das okay, kriegen wir hin noch demnächst, wenn wir das so machen. Alle schnell töten und dann. Also viel ausgehalten haben die jetzt nicht. Aber ich habe auch nicht besonders viel. Also ich habe auch nicht viel Schaden genommen von dem Eis. Ich habe gar keinen Schaden bekommen, also. Ja gut, dann wenn er nur supportet hat. Ich würde sagen, ich baue mal. Ist das Portal noch da, wo es war? Habe ich hier. Ich lauf schnell zum Harzextraktor. Mit dem Extraktor-Ding. Okay. Kann mich dort jemand treffen mit Yggdrasil-Holz? Ich glaube, 10 Stück braucht man da. Ja, das kriegen wir. Ich nenne es hier Mistlands Reise. Zu Hause. Ich muss sowieso noch schnell Inventar leer machen. Dann. Ja, ich muss sowieso Inventar leer machen, dann kann ich. Also Yggdrasil-Holz braucht es. Ich laufe den Weg mit Kerstin nach Hause und werde dann nochmal ein bisschen aufdecken. Nee, du läufst nicht mit mir nach Hause. Warum nicht? Ey, du kannst vorlaufen, wenn das dir zu langsam geht. Wie viel lasse ich mal links liegen, den dürft ihr gern haben. Wie viel Yggdrasil-Holz brauchst du? Keine Ahnung, ich glaube 10. Okay, also reichen 50, gut. Harzsammler. Da oben ist aber auch noch was. Hätte gegeben. An den Tentakeln pinuppeln können von dem Gyal, der da war. So tief hing der. So, ich bin da, ich wäre bereit. Ja, ich nehme schon mal. Was. Alter. Wie, du bist noch nicht da, hallo. Kerstin? Ich dachte, du bist so schnell. Also, wenn du Richtung Norden ein bisschen mehr gehst, aber bist du schon auf dem Weg da lang? Ja, ne? Ja, es ist schwierig hier irgendwie mit der Richtung. Ich hätte dir theoretisch mal einen Federumhang geben können. Nee, passt schon. Ich weiß gar gesehen. Nicht, ob ein Teil von meinem Speed auch nicht von meinem Umhang kommt. So, hier ist so ein Rückending. Ja, ich weiß trotzdem nicht, ob es vielleicht nicht angenehmer gewesen wäre mit dem Federfall. Die Mistlands sind auf jeden Fall noch ziemlich groß. Hier. Mhm. Ich
glaube übrigens, die andere Wurzel, wo der Extraktor vorher war, die ist schon wieder am Leuchten. Ich glaube, ich hab Träger das ist die gefunden. Ja, dann sollen wir vielleicht erst zu dir kommen. Ich habe jetzt halt kein Portal dabei. Ist die Frage, was wir jetzt machen. Also ich habe zumindest schon mal ein paar... Was hast du da jetzt gehabt? Wir haben eh die Buffs nicht aktuell. Ja, was hast du denn da? Ich habe gerade einen Wegpunkt. Wäre ganz wichtig. Machen wir das, naja. Ich habe einen Wegpunkt gesetzt. Ich habe sie einfach markiert. Ach so, ja gut. Also haben wir jetzt zwei. Gut, egal. Eigentlich ist auch ausgelaufen. Das steinerter Knochen war Weichgewebe, ne? Ja. Wenn hier. Du einen Schädel hast, wirklich. Ja, hab ich. Dann markieren. Nett. Was ist das denn? Ich habe ein zweihändiges. Du hast Chrom gefunden? Schwert? Das Ding ist schon ein bisschen cool. Ich glaube, so als leichte Finisher-Attacke ist die bestimmt ziemlich... Oh, wow. Eben von hinten auf den Fenring drauf gesprungen und hab den gewonnen shottet. Ich fühle mich nicht länger ausgeruht. Okay, ich lauf wieder nach Hause. Ach ja, ich verhoke noch aus Spaß ein paar Fuhlinge. Mach das. Ich muss tatsächlich sagen, es ist sehr schön, wenn man einfach ein Schild mit Ohren hat, die Deskitos ankommen, einfach sterben. Ja. Ah, hallo Kerstin. Hallo Theoretisch Sophie. Sollte das mittlerweile so sein, dass es eigentlich eh nicht mehr viel Schaden verursacht, oder? Ja. Dankeschön. Oh scheiße, ich bin total voll mit irgendwelchen Stuff. Ich sammle mal den Müll auf. Ja. So, welche haben wir jetzt noch nicht benutzt? Die hatten wir jetzt hier. Weiß nicht. Dann würde ich mal in die Richtung gehen. Ihre komische Sachen hier. Ist ja irgendwie auch noch eine. So, ich muss jetzt erstmal wieder mein Inventar leer machen. Du hattest nämlich sehr viel komischen Müll dabei. Ja. Oh, hier liegt noch ein toter Hase. Ah, oh, ein toter Hase? Ja, da hat der Frühling, glaube ich, ein Bötchen mit zu reden gehabt. Mein Gott, also bei der Riesenleiste an Ausdauer, die man mittlerweile hat, dauert das ganz schön lange ohne den unten Ausgeruht-Buff, bis die wieder voll ist. Ja. Warum hast du einen einzelnen Sirtling-Kern dabei, Kerstin? War aus dem Wächterstein. Ach so. No. Ich hau hier erstmal den Frühling, der nervt. Hallo. Hallo. Okay. Okay, also dieses riesige, monströse Schwert macht mit der mittleren Maustaste One-Shot gegen die Zwerge. Das ist... Aber es ist saulang und sahm.
Markiert euch den Punkt, wo ich stehe. Da ist der zweite HC-Extraktor aktuell. Ich bin gerade nicht da. Ist schwierig zu markieren. Geh kurz durchs Portal. Hallo, nimm das Ding doch rein. Ja, gut. Harz-Extraktor 2. Nimmt der denn die Waffe nicht rein? Vielleicht hast du nicht genug Slots, um wegzulegen? Doch. Der hat die einfach nicht in die Hand genommen. Und die blöden Zecken haben mir mein Blut ausgesaugt. Ja, roll halt einfach, wenn du eine hast. Es waren 4. Ey, du bist doch so ein... Blöd. Was? Ja. Ein was? Ja, ein Fooling hat hier keinen Harzextraktor. Hast du den Stagger gehauen? Eben gesehen? Ja. Das war dein Stagger-Chance-Dings. Oh, nett. Trotzdem hat gerade böser Fooling den Harzextraktor kaputt gehauen. Frechheit. Ja, wie gesagt, der andere ist da den Berg runter. Also ziemlich genau hier. Ja, hatte ich markiert. Gut. Also die Eisenspitzhacke ist mittlerweile halt einfach komplett sinnlos, ne? Dann tüdel dir doch eine aus. Nee, war jetzt eine Frage, weil dann bräuchte ich ja nicht mitschlören. Ja. Ich bin auch schon länger nicht mehr dabei. Dann kann ich dieses monströse Schwert in der Hand halten. Voll. Auch wenn das komisch aussieht, wie das halb durch den Umhang durchgeht. Alter, was denn das für ein Säbelschwert? Monströses Ding. Weil so krumm, oder? Das, was Conny halt in der Hand hat. Ja, ist doch gut. Ja, es sieht krass aus. Zwei Handschwert. Aber es macht halt auch komplett reinen physischen Schaden. Den kann auf jeden Fall in den Tonner. Das da rein. Ach, hier sind Hühner geschlüpft. Mein Schwert ist so groß wie ich. Ja, das einzige Problem, was ich da so ein bisschen habe, ist halt, dass in den Mistlands zumindest die Sucher gefühlt halt gar keinen Schaden von Schwertern bekommen. Naja, also zum Beispiel, das Schwarzmetall gegen physischen Schaden, soweit ich weiß. Das Schwarzmetall macht halt 40 Eis, ne? Und ich habe noch 15 Gift mit drauf. Ja gut, das, also mein Schwarzmetallschwert zum Beispiel kann ich halt komplett vergessen. Da mache ich irgendwie 30, 40 Schaden mit. Und also ja, ich habe aber so einen Nebelbrecher, ne? Ja gut, ja. Aber gegen die Zwerge war das Ding gerade verdammt effektiv. Ja, aber ich glaube, da kann ich den gleichen Schaden mit meinem Frostner machen. Ich glaube... Guck dir mal diesen gewaltigen Schlag mit diesem Schwert an. Alter. Einfach durchgeschnitten. Einfach, ich bin einfach ein riesiger... Ein riesiger Deskito. Macht alles kaputt. Ne, klar. Was hast du denn gedacht? Das Ding hat schon Hardstyle. Es gab aber keine Klasse für Zweihand, ne? Also das stackt genauso mit meinem Schwertdingens wie sonst auch, ne? Ja, ja. Du kannst auch parieren damit, ne? Weißt du. Ja, aber das ist... Ja. Ist halt wie mit dem großen Ding auch. Ist halt wie mit dem großen auch. Die Blockwerte sind halt jetzt nicht so die dollsten. Ja, deshalb parieren und nicht blocken.
müsste man auch ein bisschen mit dran feilen. Das Recalling und das Health Critical ist halt Schwachsinn. Eigentlich ist das ganze Ding ziemlicher Schwachsinn von den Werten. Zumindest von den Verzauberungen. Das Ad-Piece ist ja noch ganz nett, aber der Rest, Lifesteal, Recalling und Ad-Speed plus 33 bei Health Critical. Okay, ist gerade halt so ein bisschen Spielerei, das Ding. Gut. Boah, ist es bei mir so unfassbar warm. Bei euch auch? Nö. Ich hab einen bei Lüfter am Laufen, voll. Das geht. Ein Lüfter? Ich find's vom Computer? Ganz angenehm. Ventilator. Ja, Tatsache. Ich fühle mit der. Wieso habe ich eigentlich noch kein Recalling auf das Ding gezaubert? Es ist nur gelb. Ja, gelb kannst du rausholen. Ja, ist eben. Warum habe ich das noch nicht ausprobiert? Wobei wir nicht mehr viele von den Dingern haben, den Huhn. So, vorausgesetzt, das geht. Riches nervt so hart gerade. Recalling, ja. Ich habe von einem Huhn eben zwei Silberhalsketten gekriegt. Ja, ist doch gut. Wie viel Gold bringt das? Keine Ahnung, 20. Wie viel brauchen wir noch? 20 Gold. Ja, unfassbar viel brauchen wir. Ja, aber zwei Silberhalsketten geben 20 Gold. Die geben immer. Oh, Schlangeneintopf, wie gut! Dankeschön, Gamekeks! Ich weiß noch nicht, was ich gekriegt habe. Ja. Hat nicht jemand was von 20 Eiter gesagt? 30. 30? Ich konnte es eben nicht wegstecken, was ich habe. Glaubst du mich, Würstchen? Oder? Nee, ich kann es nicht wegstecken. Wo liegt es? Dann. Keine Ahnung. Ich habe es nicht weggetan. Ah, es ist voll. Jetzt. Ach, deshalb. Ich habe Schlangenfleisch gekriegt. Ich auch. Gekochtes? Ja. Dann kannst du gleich Schlangeneintopf draus machen. Ja. Kannst. Hab ich auch. Schlangeneintopf. Na, Gamekeks, wie schaut's? Spät heute, sehr ungewöhnlich für dich. Ich glaube, es gibt fast niemanden, der pünktlicher ist als du. Na gut, gut, Kerstin und Schrumpchen. Aber die sind sowieso immer da. Es gibt so ein paar Leute, die sind hier auch immer da, ne? Also Kerstin, Schrumpchen, Gamekeks sind meistens da. Kurze Frage, wollen wir jetzt direkt Odin los ist meistens oder soll ich da mal Brote reintun? Ich würde sagen, ja, wir machen jetzt erstmal eine Pause. Oder? Dann tue ich kurz Brote rein. Dann machen wir eine kurze Pause und an die lieben YouTube-Zuschauer, vielen lieben Dank fürs Reinschauen. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich das Ding hier richtig schön ausprobiere, dann müsst ihr euch bis zur nächsten Folge gedulden. Vielen lieben Dank fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, liken nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut und tschüssi. Tschüss.